Hallo, ich grüße euch. Heute habe ich euch mal wieder einige kürzere Telefonate zusammengestellt. Hierbei hatte ich sogar eine Person ganz besonders oft am Telefon. Tatsächlich sogar fast im 5-Minuten-Takt. Am Ende habe ich euch auch noch zwei Anrufbeantworter-Aufzeichnungen mit dazu gepackt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem mal etwas anderen Video. Service. Please check the number and dial again. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das darstellen sollte, aber es hat so geklungen, als hätte ich irgendwo jemanden angerufen und hätte mich verwählt. Aber ja, das Ding hat mich angerufen. Keine Ahnung, was das sollte. Ich rufe an von Kia Deutschland. Ich spreche gerade mit dem Herrn Gerold Steiner. Ja. Sie haben sich bei uns registriert für eine Probefahrt mit dem Kia Exceed-Modell. Ist das richtig? Nö. Nö. Gut, dann nehme ich die Anfrage wieder raus. Dann okay. Schönen Tag. Auf Wiederhören. Alles klar. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die mir eigentlich genau andrehen wollen mit einer Probefahrt von einem Auto. Ich verstehe aber auch gar nicht, warum die mich jedes Mal anrufen. Ich habe mich tatsächlich nicht bei denen für eine Probefahrt angemeldet. Ich weiß wirklich nicht, wie das zustande kommt. Eigentlich sollte dieses Autounternehmen schon seriös sein, aber dass da eine Firma anruft, ich meine, gut, das kann auch wieder irgendein externes Callcenter sein, was hier irgendwie Provision verdienen will, ich weiß es nicht, aber auch wieder sehr, sehr suspekt. Hallo? Ja? Mr. Gerold? Was für ein Ding? Jan Logan is on the line. Ich verstehe gar nichts. Do you speak English? Nee, kein Stück. Hallo? Hello, Gerold. Ja. Do you speak English? Nein. Not a problem, then. Ja, wir haben einen deutschen YouTube-Kanal. Da müsst ihr in Deutsch nochmal anrufen. I don't speak Deutsch. Ja. Sorry. Bye-bye. Ciao. Ja, und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich melde mich ausschließlich nur auf deutschsprachigen Webseiten an und klicke auch überall an, dass ich deutscher Bürger bin, nur die deutsche Sprache habe und so weiter. Und es rufen mich trotzdem immer wieder Callcenter an, die gar kein Deutsch sprechen können. Ich meine, wie will man so Geld verdienen? Ich meine, klar wird man den einen oder anderen damit erreichen, aber was soll das jedes Mal? Einen guten Tag, Parkhimmel vom Brokerhaus XTB. Bin ich richtig, Herr Gerold Steiner? Ja. Super. Herr Steiner, erstmal vorab muss ich kurz erwähnen, das Gespräch wird aufgezeichnet, ist auf Wunsch 5 Jahre abrufbar. Ich melde mich bei Ihnen, weil Sie vor wenigen Tagen einen Live-Count-Antrag bei XTB gestellt haben. Ich wollte Sie hier mal willkommen heißen und ich kurz erkundigen, ob auch die Anmeldung geklappt hat. Haben Sie vielleicht offene Fragen zum Anmeldeprozess? Also ich kann mich aber nicht jetzt bei Ihnen auf eine Anmeldung erinnern. Es war am 12. September, um 8.32 Uhr, Vormittag. Also Vormittag sowieso schon mal gar nicht. Also da bin ich grundsätzlich auch nirgendwo am Computer. Okay. Dann soll ich Ihnen vielleicht eine kurze Erinnerungs-E-Mail zukommen lassen? Vielleicht wirkt es da mehr Erinnerung, was Sie da gemacht haben. Und vielleicht ist da jemand einen Scherz erlaubt, kann ich auch nicht sagen, jetzt, Herr Steiner. Naja gut, aber wenn sich irgendjemand einen Scherz erlaubt haben sollte, dann dürfen Sie mich ja nicht anrufen. Weil normalerweise muss jedes Telefonat mit einem Opt-in geprüft werden. Entweder über eine automatische Bandansage oder schriftlich. Ja, alles andere ist ein illegaler Cold Call. Es ist kein Cold Call, weil Sie eingewilligt haben, sprich dieser Datensatz. Ich habe ja nicht eingewilligt. Das heißt, Sie machen gerade illegale Werbeanrufe hier bei mir. Das kann nicht sein. Das kann wohl sein. Da sollten Sie sich vielleicht nochmal mit den deutschen Gesetzen auseinandersetzen. Ich glaube, Sie kennen Ihren Job wohl selber nicht gut genug. Ja, da brauchen Sie gar nicht erst stottern. Ja. Kein Thema, Herr Steiner, dann vermerke ich das hier, dann entschuldige ich mich für die Störung. Das hat auf jeden Fall Folgen, dass Sie mich angerufen haben. Klar, da weiß ich Bescheid. Bedanke mich für die Zeit, Herr Steiner. Ja, ich nicht. Sie haben meine Zeit verplempert. War nicht meine Absicht. Tja, dann hätten Sie mich wohl nicht angerufen.
Das werde ich auf jeden Fall der Bundesnetzagentur melden. Können Sie gerne machen. Ja, das, so wird's auch sein. So, hier war ich auch mal ein bisschen angepisst. Also der ganze Anruf war auf jeden Fall komisch. Er fing schon mit der Aufzeichnung an und meinte dann irgendwas mit Einverständnis erteilt, was überhaupt nicht stimmt. Also ich habe definitiv niemanden erlaubt, mich anzurufen auf dieser Nummer. Und dafür habe ich ja auch diese Rufnummer, um genau das feststellen zu können. Ich habe mich auf dieser Website darauf gar keinen Fall registriert. Also die Registrierung ist nicht durch mich entstanden. Das wird wahrscheinlich wieder ein irgendein gekaufter Datensatz sein. Die ganze Firma sagt mir auch überhaupt nichts. Und der Anruf hat tatsächlich Folgen. Denn komischerweise, man konnte, wenn man auf diese Rufnummer zurückgerufen hat, auch tatsächlich genau das Callcenter wieder erreichen. Und dementsprechend hat dieser Anruf auch tatsächlich Folgen. Ich habe ihn natürlich gemeldet. Den Link zum Melden findet ihr unten in den Kommentaren. Ist das Gerald? Ja? Ich rufe Sie von Maxiplus Handelsplattform an. Mhm. Ich heiße Natalia. Sagen Sie mir bitte, welche Fragen haben Sie? Vielleicht kann ich mit Aktivierung helfen. Keine Ahnung, Sie haben mich gerufen. Welche Fragen haben Sie denn? Noch einmal, sagen Sie. Ja, Sie haben mich doch angerufen. Also scheinen Sie ja eine Frage zu haben. Sie haben keine Frage? Nö. Also, ich kann per WhatsApp alles für Sie schicken. Ja, so weit sind wir ja noch nicht, dass ich mit dir meine Handynummer tausche. Vielleicht per E-Mail kann ich. Ja, aber als allererstes solltest du erstmal die Musik im Hintergrund ausmachen. Ich kann es nicht machen, denn ich bin nicht allein hier. Ja, das interessiert mich ja nicht, aber es ist unseriös, wenn da Musik im Hintergrund läuft. Aber ich kann per WhatsApp reden. Ja, wie gesagt, das so weit sind wir ja noch nicht. Wir waren ja noch kein Kaffee trinken miteinander. Per E-Mail. Ja, ja. Aber wie gesagt, mach mal die Musik erstmal im Hintergrund aus. Okay, ich werde Sie anrufen, wenn die Musik ist. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Okay. Tschüss. Tschüss, du Betrüger. Ja, hier haben wir auf jeden Fall wieder alle Indizien zusammen gehabt. Ein lautes Callcenter, völlig überfüllt mit Menschen, laute Musik im Hintergrund, die überhaupt nichts bei einem Business Call zu tun hat, wo es um Geld geht. Und mal ganz davon abgesehen, haben wir hier auch wieder WhatsApp mit dabei, wo ich garantiert auch nicht meine Bankgeschäfte drüber regeln werde. Zumal WhatsApp ja immer so als halblegal angesehen wird und ja gar nicht mal so richtig zugelassen ist. Also zumindest streiten sich ja immer wieder die Geister darum. Ganz genau kenne ich mich mit der Geschichte auch nicht aus, aber man hört ja wieder immer wieder was darüber, dass WhatsApp auch nicht ganz sauber funktioniert und naja, dass man es nicht unbedingt nutzen sollte, auch wenn es jeder hat, aber für Bankgeschäfte, also da schon mal überhaupt gar nicht. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Haben Sie jetzt Zeit? Ja. Nein, gibt es App. Nein, oder? Ja, so ein bisschen Zeit habe ich, ja. Worum geht's denn? So, es geht um Ihr Handelskonto. Ja. Tja, und hier hat er dann von alleine einfach wieder aufgelegt. Keine Ahnung, vielleicht hat er dann keine Lust mehr gehabt und selber Hunger bekommen und hat sich erstmal was zum Snacken geholt. Tja, und was das war, weiß ich auch nicht. Habe ich öfters mal, dass die Leute dran sind, mich scheinbar auch hören und dann wieder auflegen. Ich weiß nicht, ob sie gerade einfach nur eine Pause machen wollten und schon der nächste Call automatisch hochkam. Ich hatte es euch ja schon mal in einer anderen Folge erzählt. Die Calls, die gehen bei denen ja in der Regel automatisch auf dem Computer auf. Und also man wählt die Nummer nicht, ne? Also es kommt einfach auf dem PC hoch und vielleicht wollte der Mitarbeiter gerade Pause machen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint er mich einfach weggedrückt zu haben. Ja. Hallo. Ich habe das als Beispiel auch nochmal mit drin gelassen.
Ihr kennt es ja, man wird angerufen und auf einmal ist der Anruf schon weg, bevor man überhaupt dran ging. In der Regel liegt das einfach daran, dass man hier automatisch angewählt wird und wenn jemand zu früh dran gegangen ist oder früher als ihr dran gegangen seid, dann bekommt jemand anders den Zuschlag. Es werden immer mehr Kunden angerufen, als Mitarbeiter zur Verfügung stehen, ganz einfach, damit die Mitarbeiter nicht rumsitzen und nichts tun. Und so ist das Ganze, dass man oftmals solche Calls dann zustande bekommt, dass da niemand dran ist und aufgelegt wird, bevor man überhaupt irgendwie die Gegenseite hört. Hey, mit Gerold Steiner. Ist am Apparat. Theodor spricht hier. Ich rufe Sie wegen Ihr Handelskonto. Wie geht's Ihnen? Ja, beschissen um die Uhrzeit. Ja? Was mit der Uhrzeit? Ja, worum geht's denn jetzt? Okay, alles klar, schönen Tag. Auch wieder so eine komplett seltsame Geschichte. Was der Typ jetzt von mir wollte, weiß ich absolut nicht. Ruft mich an, fragt mich, wie es mir geht. Ich wundere mich darüber, weil was geht dir das an? Und das war's schon. Mehr Gespräch gab's da nicht. Weiß ich nicht, was der für ein Ziel hatte. Jetzt machen wir mal mit ein und derselben Firma weiter. Hier hört ihr als nächstes immer wieder den gleichen Mitarbeiter oder fast immer wieder den gleichen Mitarbeiter. Die Firma hat bei mir nahezu im 5-Minuten-Takt angerufen. Ja. Ja, hallo. Ja, geht's Ihnen gut? Ja, wieso nicht? Schön. Ich weiß nicht, was diese Trading-Betrüger immer mit den Fragen, geht's ihm gut, am Hut haben, was das soll. Also das Gespräch lockert es eher nicht auf, sondern die Mitarbeiter fühlen sich dabei selbst irgendwie auch noch komisch und legen dann auf. Also ist jetzt nicht das erste Mal, ist ja schon der zweite Call jetzt hier in diesem Video. Also schön, dass ich Sie erreiche. Herr Böhmann, und zwar, Sie haben sich eingeloggt auf der Capixal-Seite. Und ich möchte Sie gerne unterstützen bei der Aktivierung Ihres Handelskontos. Aha, okay. Genau. Wie darf ich Ihnen helfen? Ja, weiß ich nicht. Sie haben ja angerufen. Okay. Haben Sie Fragen? Nö, bis jetzt nicht. Okay. Darf ich fragen, wo Sie sind, an welcher Stelle? Na, ich soll jetzt hier gerade meine Straße und so eingeben. Okay. Und dann haben Sie ja schon angerufen. Also ich habe noch nicht mal fertig registriert. Ja, geht schnell manchmal. Gut, dann. Und, soll ich am Telefon bleiben und ich unterstütze Sie oder wie möchten Sie es haben? Na, ich habe jetzt eher die Frage, warum Sie gleich anrufen, nur weil ich meine Telefonnummer damit angegeben habe. Ja, das ist unser Service. Na ja gut, aber das ist ja laut deutschem Datenschutzgesetz nicht erlaubt. Das zeigt ja schon mal, dass Sie eine Betrüger-Webseite sind. Sie haben entsprechend, als Sie sich registriert haben... Nee, habe ich definitiv nicht, nein. Nur weil ich meine Nummer eingebe, ist das... ich habe da auch kein Häkchen gesetzt, dass ich angerufen werden darf. Auf gar keinen Fall. Das ist illegal, also was Sie hier gerade machen. Sie müssen die AGBs akzeptiert haben, da bin ich mir gar nicht... Ja, in den AGBs darf das laut deutschem Datenschutzgesetz gar nicht erst drinstehen. Da muss ich gesondert darauf hingewiesen werden. Dass ich Sie anrufen darf? Ja, genau. Das kann nicht über die AGBs geregelt werden. Dazu brauchen Sie ein Double-Opt-In, um mich anzurufen. Das ist deutsches Datenschutzgesetz. Das heißt, Sie machen sich gerade strafbar. Ah, das ist ja sehr unseriös, was Sie hier für einen Laden sind. Da muss ich mal in der Rechtsabteilung nachfragen. Ja, da brauchen Sie nicht in der Rechtsabteilung nachfragen. Das ist so. Das ist deutsches Datenschutzgesetz. Sind Sie Anwalt? Ja, ich bin Anwalt, ganz genau. Ja gut, dann, Herr Böhmann, füllen Sie es in Ruhe alleine aus? Ja, ich glaube, da fülle ich bei Ihnen gar nichts mehr aus, weil Sie rufen mich hier illegalerweise an. Was ist denn das für ein Saftladen? Das werde ich auf jeden Fall der Finanzbehörde melden. Ja, das steht Ihnen natürlich frei. Ja, richtig. Gut. Also wenn Sie es nicht weiter ausfüllen wollen, wenn Sie es nicht aktivieren wollen, dann... Ja, nee, davon haben Sie mich ja gerade überzeugt, dass ich mich nicht weiter anmelden möchte. Ja. Gut, Herr Böllmann. Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Ja. Gut, dann. Schönen Tag noch. Tschüss.
Ja, also an der Firma stimmt auf jeden Fall was nicht. Allein meine Anmeldung berechtigt die auf keinen Fall, mich anzurufen. Zumal, nur weil ich mich registriert habe, kann man doch nicht einfach die Leute anrufen und sagen, ja, wie soll ich denn jetzt helfen? Also total stumpf. Schon alleine die Beschreibung, die der dazu gegeben hat und auch was er sagt in den AGBs, kann das gar nicht drin stehen, dass er euch anrufen darf. Das ist absolut Quatsch. Er braucht dazu ein Double Opt-in. Und also auch schon, dass die mit einer Handynummer anrufen. Ich meine, ihr seht es ja nicht, aber die rufen tatsächlich immer und immer wieder mit einer Handynummer an, die man im Übrigen nicht zurückrufen kann. Unseriöser geht's nicht und das ist auch nicht sein letzter Anruf. Schönen guten Tag, Herr Schuldenzucker. Schön, dass ich Sie erreiche. Wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz gut. Das ist doch schön. Sie haben sich gerade registriert. Bei Klappigsaal. Ja, genau. Ich bin der Assistent für die Aktivierung. Ich würde gerne bei Ihrer Aktivierung helfen. Haben Sie erstmal Fragen dazu? Nö. Gut. Kommen Sie alleine zurecht? Ja. Denke schon. Gut. Darf ich fragen, wo Sie gerade sind? Ich bin zu Hause. Ach so, nee. Prozess? Ach so, jetzt hier bei der Einzahlung. Ich muss jetzt hier meine Visakarte raussuchen. Ach so, bei der Visakarte. Ja, gut. Sie wissen ja, diese 250 Euro, die sind erforderlich für die Aktivierung Ihres Handelskontos. Das ist dann Ihr Startkapital. Damit können Sie dann entsprechend loslegen. Genau. Brauchen Sie meine Unterstützung oder? Nein, meine Kreditkartendaten kann ich ja hier alleine eintragen. Ja, genau, das können Sie machen. Machen Sie es bitte im Stillschweigen. Genau. Ach so, Sie wollen jetzt am Telefon so lange bleiben? Nee. Also, muss nicht sein. Wenn Sie zurechtkommen, dann kann ich mich auch wieder erstmal verabschieden. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann kann ich ja später nochmal anrufen. Ist das okay für Sie? Ja, keine Ahnung. Also, eigentlich will ich nicht von einem Betrüger belästigt werden am Telefon. Ja, gut. Alles klar, dann verabschiede ich mich schon mal. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Ja, ich Ihnen nicht. Ja, da hat er rumgeeiert. Aber Leute, ist der neu? Oder wieso überlegt er, wie seine Firma heißt? Und schon alleine die ganzen komischen Fragen, dann ist das alles nur seltsam und der stottert die ganze Zeit, weiß nicht so richtig, was er sagen soll und bietet nichts anderes mehr als seine Unterstützung an. Also hier habe ich mich natürlich noch ein paar Mal mehr eingetragen mit anderen Namen, um von dem noch ein paar Anrufe zu kriegen, weil scheinbar ruft hier immer der gleiche an. Und was ich ganz besonders merkwürdig finde, er hat meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Akzent. Ist er Deutscher und weiß, dass er die Leute betrügt? Engel, Karl Wolfsburg von Kapixal, schön, dass ich Sie erreiche. Hallo, wie geht es Ihnen? Ganz gut. Das ist schön. Und zwar, ich sehe gerade, Sie registrieren sich auf der Seite von Kapixal und möchten ein Handelskonto aktivieren. Ich bin der Assistent für die Aktivierung und wenn Sie möchten, kann ich Ihnen helfen. Was sagen Sie? Ja, warum? Das ist unser Service, den wir hier brauchen. Also der Service von Ihnen ist, dass Sie ständig illegal Leute anrufen? Wieso illegal? Sie haben doch die AGBs gelesen und akzeptiert. In den AGBs kann nicht drinstehen, dass Sie mich anrufen dürfen. Ja, Sie haben doch Ihre Telefonnummer angegeben, also müssen Sie doch entsprechend den Wunsch haben. Das spielt ja keine Rolle und die Telefonnummer ist ja ein Pflichtfeld. Ja, aber es ist keine Pflicht, das einzutragen und sich zu registrieren. Ja, aber nur weil ich mich registriere, haben Sie ja nicht automatisch die Erlaubnis, mich anzurufen. Müsste in den AGBs drinstehen. Das kann nicht in den AGBs drinstehen. Das ist laut deutschem Datenschutzgesetz nicht erlaubt. Ich würde sagen, Sie suchen sich mal einen anständigen Job und machen nicht irgendwelche kriminellen Geschichten am Telefon. Ach, so unanständig ist der Job gar nicht. Naja, wenn Sie Leute betrügen. Ich helf den Menschen. Sie helfen nicht den Menschen. Sie helfen höchstens den Menschen, ihr Portemonnaie zu erleichtern. Ja gut, also wenn Sie keine Hilfe brauchen, dann kommen Sie zwar alleine zurecht, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wenn Sie sich mal einen neuen Job suchen würden. Dann
wenn soweit keine Fragen mehr sind. Alles Gute. Tschüss. Aha, ja. Tja, schon irgendwie traurig, dass der ernsthaft der Meinung ist, dass er Menschen hilft und dass er seinen Job auch noch gut findet. Also, ich meine, er hört sich ja wirklich absolut neu an und scheint auch noch wirklich gar keine Ahnung von dem ganzen Business zu haben, weil mehr als rumeiern kommt da ja nicht und so richtig was erzählen tut er auch nicht. Und ja, weiß ich nicht, also bei einer Registration helfen, ich glaube, die Daten kriegt man noch alleine eingetragen. Name, Nachname und so weiter. Da weiß ich nicht, wozu ich so einen brauche. Und wie gesagt, ich bin noch nicht mal fertig mit der Registration. Ich habe gerade mal die erste Seite von, weiß ich nicht, 10 verschiedenen Unterseiten ausgefüllt. Und nachdem ich bei der ersten Seite auf Weiter klicke, rufen die schon sofort an. Also das ist, also sofort. Ne? Also da habe ich vielleicht 30 Sekunden Verzögerung drin. Und dann klingelt schon das Telefon. Also noch komischer geht's gar nicht. Also ich bin wirklich noch mitten in der Registration und das Telefon klingelt schon und die sind dran. Und Kapixal, guten Tag, wie geht es Ihnen? Heißt, gut. Ja, wie soll es mir schon gehen? Ja, ich dachte, Wochenende kann man ein bisschen relaxen. Ja, aber okay. Aber Sie rufen ja jetzt mitten am Wochenende an. Ja, genau. Sie haben sich registriert und deswegen rufe ich an. Ich möchte Sie unterstützen bei der Aktivierung Ihres Handelskontos. Haben Sie Fragen? Mm-mm. Nein? Gut. Wenn Sie Fragen haben sollten, dann Sie können gerne auf mich zukommen. Ja, eine Frage habe ich. Ja, gerne. Betrügen Sie gerne Leute am Telefon? Wieso betrügen? Ja, Sie betrügen die Leute. Wieso? Man zahlt bei Ihnen Geld ein und das ist weg. Nein, das ist nicht weg. Das können Sie entsprechend wieder raus auszahlen lassen. Nee, das ist nicht möglich bei Ihnen. Doch, das ist möglich. Mhm, komisch. Und warum stehen Sie überall im Internet als Betrügerfirma? Das glaube ich nicht, dass das so im Internet steht. Naja, gut, 4000 Rezensionen, alle mit nur einem Stern. Ich denke mal, das ist aussagekräftig. Welche Internetseite, auf welche Internetseite beziehen Sie sich denn? Ja, auf Kapixal und die Google-Bewertung. Was ist eine Google-Bewertung? Ja, das, genau, müsste man natürlich wissen. Aber dafür reicht scheinbar die Intelligenz nicht. Okay, dann, ich glaube, Sie wollen heute kein Konto mehr eröffnen. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Und ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Ja, ist auch okay. Kein Problem. Ja, dann, bis später. Ahoi, bis dann. Tschüss. Naja, er scheint sehr sportlich zu nehmen, dass ich die ganze Zeit mit ihm am Telefon verschwende und immer wieder dran bin und immer wieder einen neuen Namen habe und mich immer wieder bei denen anmelden werde. Und das habe ich natürlich auch getan. Aber was wirklich die Härte ist, es ist tatsächlich heute gerade Sonntag und die haben nichts Besseres zu tun, als ständig sinnlos die Leute am Sonntag auf den Keks zu gehen. Also welches Callcenter telefoniert am Sonntag? Also außer Kundenservice vielleicht, wenn man da selber jetzt anruft oder einen Termin mit denen vereinbart hat wegen irgendeiner Störung oder keine Ahnung. Aber der hört ja auch wirklich nicht auf, der ruft immer wieder an und immer wieder mit dem gleichen dummen Text. Er wolle helfen und immer wieder merkt das nicht. Na gut, ich habe ihn ja jetzt vorgewarnt und bei den nächsten Gesprächen hat das dann schon immer wieder gemerkt, dass ich es bin. Hallo. Hallo? Ja, hier war scheinbar nochmal eine Kollegin von ihm dran und ich habe von ihm auch noch ein paar Hallos gehört. Also er hat, weiß ich nicht, vielleicht noch 5-6 Mal angerufen und irgendwann blieb dann auf meine Registration auch das Telefon stumm. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht Feierabend mittlerweile gemacht haben am Sonntag. Auf jeden Fall hat das dann auch gemerkt, dass ich es immer wieder bin und hat dann auch gar nicht mehr versucht, noch irgendwas zu erzählen. Ja, auf jeden Fall auffällig ist auch, dass die immer wieder mit einer Mobilfunknummer angerufen haben, was von einem Callcenter ja auch wieder völlig Blödsinn ist, dass die vom Callcenter aus mit einem Handy raus telefonieren. Also es ist auch wieder Internetspoofing bzw. Telefonspoofing und das ist ebenso nicht legal. Na, also mal sei mal dahingestellt, ob das Callcenter oder die Firma an sich unseriös ist. Die Methoden vom Callcenter auf jeden Fall.
Eingangs habe ich euch natürlich auch versprochen, dass es noch ein paar Anrufbeantworter-Nachrichten gibt. Und davon habe ich euch jetzt auch noch ein paar eingeschnitten. Ich erspare euch natürlich den ganzen Blödsinn. Das, was ihr gerade gehört habt, gab es so ungefähr 30 Mal von verschiedenen Callcentern. Und von daher habe ich euch noch zwei sinnvolle Anrufe mitgebracht, wo die Tante tatsächlich auch noch was sagt. Hallo, Herr Steiner, Lutz hier von dem Online-Broker IG aus Frankfurt. Ich grüße Sie, hallo. Herr Steiner, wollte mich einmal kurz melden bei Ihnen. Und zwar geht es darum, Sie hatten einen Handelskontoantrag bei IG eingereicht zum Online-Traden. Vielen Dank natürlich erstmal dafür. Ich wollte Ihnen hier als Feedback mal geben, dass hier noch einige Punkte unklar sind, die wir gerne mit Ihnen gemeinsam nochmal besprechen möchten. Wie beispielsweise was das Einkommen und die Ersparnisse angeht. Ich schicke Ihnen hierzu gerne mal eine E-Mail zu. Gerne können Sie mir dann per E-Mail die Rückinfo geben. Und dann können wir hier alles Weitere auch besprechen. Wenn Sie mich per E-Mail nicht kontaktieren möchten, können Sie mich natürlich auch telefonisch erreichen. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass wir hier die einzelnen Dinge nochmal telefonisch durchgehen, damit wir das Handelskonto dann natürlich auch zeitnah für Sie eröffnen können. In dem Sinne wäre es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ihnen alles Gute bis dahin und auf Wiederhören. Tschüss. Ja, und den langen Text hat sie mir tatsächlich auf die Mailbox gequatscht. Ich weiß nicht, ob es ein seriöses Unternehmen ist. Auf jeden Fall ist es eine deutsche und es klingt auch erstmal sehr professionell und das, was sie sagt, vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Prinzipiell habe ich aber nicht erlaubt, dass man mich anrufen darf. Und selbst wenn es irgendwelchen Klärungsbedarf gibt, dann kann man mir maximal vielleicht eine E-Mail schreiben, weil ich habe mich ja mit dem Konto auch per E-Mail registriert. Aber einfach anrufen, das ist nicht legal, Leute. Also, was soll das? Ne? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist der Anruf selbst unseriös, selbst wenn es die Firma nicht ist. Man hat mich einfach nicht anzurufen. Und sie hat es tatsächlich noch ein zweites Mal probiert und wieder so einen schönen langen Text hinbekommen. Hallo, Herr Steiner, Lutz hier von dem Online-Broker IG aus Frankfurt. Schönen guten Tag, hallo. Herr Steiner, wollte mich nochmal melden bei Ihnen. Und zwar geht es um das Handelskonto, was Sie eingerichtet hatten bei uns, zum Online-Traden bei IG. Und zwar wollte ich nochmal nachhören, wann ich Sie denn am besten telefonisch erreichen kann bezüglich der Fragen, die noch offen sind. Ich schicke Ihnen hierzu am besten auch nochmal eine E-Mail zu, gerne mir auch per E-Mail antworten, damit wir hier noch die offenen Fragen klären können, um das Handelskonto dann eröffnen zu können. Vielen Dank, bis dahin und auf Wiederhören. Tschüss! Also ich kann es nicht richtig abschätzen. Die Seite von denen sieht tatsächlich schon seriös aus und macht auf jeden Fall einen viel, viel besseren Eindruck als von den meisten Leuten, die mich anrufen. Und von daher würde ich jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass die Firma nicht illegal arbeitet. Das Problem ist allerdings, ich werde hier angerufen, obwohl ich das nicht möchte. Ich habe das nicht erlaubt. Ne? Also die Dame klingt auch sehr professionell und nett und vor allem spricht sie fließend Deutsch. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu den illegalen Unternehmen. Erreicht hat sie mich dann persönlich bis heute zumindest nicht. Also ich habe nicht mit der Firma gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob sie noch ein paar Mal angerufen hat. Zumindest habe ich auf dem Anrufbeantworter keine weiteren Texte von ihr vorgefunden. Vielleicht haben sie es dann irgendwann einfach aufgegeben. Ich hoffe, dass euch meine kleine Videoschnippelei auch ein bisschen gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann wisst ihr ja Bescheid. Abonniert gerne den Kanal. Ja, und wer möchte, oben links ist das Video von gestern und unten links ist die Playlist mit allen Videos zu diesem Thema. Bis dann. Ciao, ciao.